Moin Freunde, Stranger hier und damit herzlich willkommen zurück auf dem SK Gaming YouTube Channel. Ja, diese Woche kam FIFA 21 raus, deswegen das erste Video von mir, ja, mit FIFA 21. Und ich dachte mir, wir machen jetzt direkt erstmal ein Pack Opening zum Start. Und ich habe heute auch 12 gespielt, habe mir die Packs aufgehoben für euch. Und die öffnen wir jetzt mal gemeinsam. Ein bisschen Packlack wäre cool. Wäre auf jeden Fall nice. Aber wenn ihr es gesehen habt in FIFA 21, mein letztes FIFA-Video auf dem Channel, war CR7 Team of the Season, also... Wer weiß, starten wir rein. So, das war direkt mal ein Non-Rare-Pack. Aber die 5K-Packs, wie gesagt, da kann man... braucht man nicht so viel erwarten. Nächstes Gold-Pack. Schauen wir mal. Ist wieder Non-Rare, so wie es aussieht. Ja. Hauen wir einfach mal drauf, vielleicht hat er wegen seiner Frisur irgendwie einen besonderen Wert. Goldpack, komm. Noch einmal eins der schlechten, vielleicht sogar ein bisschen Glück. Aber sieht auch nach Non-Rare aus. Sokratis. Aber er könnte sogar ein bisschen was wert sein. Schauen wir mal, ja. Für Non-Rare ist das gut. Machen wir mal 1-4. Kriegen wir vielleicht. Premium Goldpack, das ist glaube ich das 7,5er, ne? Ja. Gut, 7,5er, komm. In so einem Pack habe ich Neymar gezogen. Rare. Aber kein Board, glaube ich. Nee. Ist das Kolarov? Ich glaube, der dürfte auch nichts wert sein. Checken wir kurz nach. 1,7, ja, okay. Besser als nichts. Jetzt überlege ich gerade, was öffnen wir zuerst. Ich würde sagen, wir öffnen zuerst das seltene Goldpack. Und dann... Ja, ist die Frage... Board, okay. Ist das Lozano, Alter? Nee, Carlos Vela. Ja, nee, Carlos Vela ist nicht gut. Haben wir das auch weg. Das heißt, wir haben jetzt noch 6 Premium-Goldspieler-Packs, ein Megapack und ein 50k-Pack. Das 50k-Pack machen wir zuletzt. Fangen wir mit einem Megapack an. Immer so abwechselnd. Megapack, dann Premium-Goldspieler-Pack. Schauen wir mal. Das ist nichts. Das ist nichts. Pablo Sarabia. Nicht gut. Aber irgendwie ein Duplikat. Jürgen Klopp. Ich glaube, Jürgen Klopp ist sogar ein bisschen was wert. Schauen wir mal. Ja. So knapp 3k. Sind auch Münzen. Kann man alles gebrauchen am Anfang. Megapack ist weg. Premium Goldspielerpack. Oh, Freunde, das sieht nicht gut aus bisher. Sanson. Oder Sanson, wie der Kollege heißt. Sanson. Ist der was wert? Nicht wirklich. Das ist komisch, manche Goldspieler, wegen den SBCs halt auch. Abfahrt, nächstes Megapack. Nicht so viel labern, einfach ziehen. Board. Boardspieler. Brasilien. CDV. Thiago Silva. Das ist doch gut, 85er, echt weit. Meine, der ist nicht viel wert, aber... Nimm mal mit. Dann Premium Goldspieler-Pack. Mit Walkouts haben wir es aber noch nicht so. Ist sogar ein Board wieder. Ist das Hump? Nee, ist das? Was ist das? Skriniar? Ja. 2,85er hintereinander, ist okay. Vielleicht ist sogar noch was hinter. Dahinter ist jetzt nichts. Aber wieder so um die 7000. Ist okay. Das war ein Premium Goldspieler-Pack, das heißt jetzt. Oh, ne, wir öffnen mal noch eins, weil wir öffnen mal jetzt noch 2 Premium Goldspieler-Packs, dann haben wir noch 2 Megapacks und 2 von denen. Komm, kein Board, nichts, leider nichts drin, aber ein Rare. Bei sowas habe ich immer Hoffnung, dass sonst die Soko oder so kommt mit der 79. Das Pack war ein kompletter Reinfall. Noch eins davon. Na, Freunde, wo ist denn das Pack lag? Wir brauchen jetzt mal ein Walkout. Ah, Walkout, jawohl, komm. Eine gute Nation. Ja, das kann ja schon nicht sein. Das ist Modric, ne? Der ist halt nichts mehr wert, glaube ich. Aber immerhin ein Walkout, ne? Immerhin ein Walkout. Das ist auch schon mal besser. Aber ist okay. Wie viel ist der wert? Ja, 25k. Das ist doch okay. Ein Walkout haben wir schon. Einen will ich noch. Wir haben noch ein paar Packs. Einen will ich noch. Einen Walkout. Wir öffnen jetzt noch ein Megapack. Komm jetzt, EA. Nochmal. Back-to-back-Walkout. Ach,
Kein Walkout. Aber an Bord immerhin, komm. Das kriegen wir. Was ist das? Gui? Nee. Mach einen Inform. Was sind das für einer? Mia, nee. Vielleicht ist noch was hinter. Ich glaube nichts, was was wert ist. Der wird auch Abstoßinform. Ja, ist ein Abstoßinform. Gosens, ist der was wert? Ja. 2,5. Okay. Bringen einen Goldspieler-Pack. Freunde, wir pushen, wir machen weiter. Wir machen weiter. Komm. Kein Walkout. Auch kein Board. Kein gutes Pack. Komm jetzt mal. Wir brauchen Packluck. Noch so ein Premium Goldspieler-Pack. Wir hatten den auch in einem Premium Goldspieler-Pack, glaube ich. Aber kein Walkout, aber ein Board. Frankreich ist immer gut eigentlich. Money. Money sehr. Oh, Dembélé! Jawohl, Freunde, 60k. Auf jeden Fall mal 60k. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Das ist schon besser. Da lohnt sich dann wieder Draft, ne? Draft ist schon heftig, um Münzen zu machen. Es dauert halt ein bisschen, aber man macht schon ordentlich Münzen. 65.000 auf jeden Fall. Der wird auch noch zum Weekend League wahrscheinlich hochgehen. Noch zwei Stück. Wir öffnen direkt das Megapack und danach kommt das 50k Pack. Komm. Kein Walker und auch kein Board. Das ist wieder ein schlechtes Pack. Oh nein, doch nicht. Freunde, ein gutes Pack. Genau das meine ich. Man hat halt noch die Hoffnung. Okay, ist runtergegangen. Aber trotzdem, 30.000 mit einem 81er. Geil. Okay, Freunde, jetzt. Ein 50k-Pack. Gibt es noch die Dings? Ja. Ein 50k-Pack. Ein Walkout. Noch ein Walkout. Ja, wir hatten nur einen. Einer ist noch okay. Komm hier. Einer geht noch. Kein Walkout, aber an Bord. Gott sei Dank ist kein Walkout gewesen. Oh! Nice! Renato Sanchez. Das waren jetzt drei richtig gute Picks. Ich glaube, der ist auch 60k wert. Ja. Wir haben jetzt safe 200-300k gemacht. Das war auf jeden Fall ordentlich. Ein bisschen mau mit der Anzahl der Walkouts, aber die Low-Rated-Player waren auf jeden Fall ordentlich Münzen wert. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen mehr Packluck wäre natürlich cool gewesen, aber es war in Ordnung am Ende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst im nächsten Video. Also, Freunde, macht's gut. Ciao.